Akkutausch beim Dyson DC45. Man braucht einen mittleren Kreuzschlitzschraubenzieher und einen Ersatzakku. Zuerst wird der Schmutzfangbehälter durch Drücken der Entriegelungstaste entfernt. Dann entnimmt man den Motorschutzfilter. Jetzt kommt man an die erste Schraube, die den Akku hält. Anschließend entfernt man die zweite Schraube im Griffstück und kann den Akku herausziehen. Der neue wird eingeschoben und wieder mit beiden Schrauben fixiert. Filter wieder einsetzen, Schmutzfangbehälter einrasten und fertig. Viel Erfolg!